Im Rahmen eines TPC-Vorfalls am Purkersdorfer Gymnasium war der Gesundheitsbus des Landes Niederösterreich im Einsatz. Wir haben mit der Direktorin des Bundesgymnasiums Purkersdorf über den Vorfall in ihrer Schule gesprochen. Die Krankheit ist hoch ansteckend und meldepflichtig. Man halte sich nun penibel an den amtlich vorgegebenen Weg, so die Direktorin des Gymnasiums Irene Ille. Die Bezirkshauptmannschaft habe den TBC-Fall vergangenen Donnerstag gemeldet. Daraufhin seien alle erforderlichen Schritte eingeleitet und Betroffene informiert worden. Es gab auch einen Abend am Montag, wo sich vor allem auch Eltern und die betroffene Klasse einfach erkundigen konnte und wo Dr. Hirtler als Lungenfacharzt wirklich medizinisch erklärt hat, um was es sich dabei handelt. Welche Maßnahmen werden weiters ergriffen seitens der Schule? Wurde die Klasse gesperrt? Nein, die Klasse wurde nicht gesperrt. Das ist doch überhaupt nicht nötig. Wir als Schule haben in diesem Fall nach ganz klaren Vorgaben der Fachleute zu agieren, die da gelautet hat, bitte recherchieren, wie lang war der Schüler da, mit wem war er beisammen. Und diese mehr oder weniger gemessen an der großen Schule, diese kleine Gruppe an Schülerinnen, die es betreffen könnte, werden eben jetzt einer Untersuchungsreihe unterzogen. Diese Untersuchungsreihe hat heute gestartet mit einem Röntgen, wird fortgesetzt mit einem Hauttestverfahren am 13. Oktober und dann gibt es noch eine Nachuntersuchung. Eine abschließende Frage: In den Internetforen wird publik, wie es in Zeiten wie diesen heute mal so ist. Es gibt strenge Aufnahmekriterien an Mittelschulen mit sehr gut und gut. Bei ausländischen Kindern, bei Flüchtlingskindern sind die Zeugnisse nicht immer nachvollziehbar. Warum hat man nicht den Vorzug österreichischen Kindern an ihrer Schule gegeben? Dann wäre unter Umständen so ein Fall nicht passiert. Also ich glaube, das ist jetzt eine ganz andere Kategorie, aber etwas, was natürlich sehr gerne jetzt diskutiert wird. Also dazu kann ich eindeutig feststellen, jedes österreichische Kind, das die AHS-Reife gehabt hat, konnte bei mir in der Schule und sich interessiert hat für unsere Schule, konnte hier aufgenommen werden. Es gibt zusätzlich eine zusätzliche Übergangsklasse, wo also keinem einzigen österreichischen Kind irgendein Platz weggenommen wurde, sondern es dürfte eine zusätzliche Übergangsklasse installiert werden, wo wir Flüchtlinge aus der Umgebung, die auch eine gewisse Eignung haben, als außerordentliche Schüler aufnehmen können. Und von diesen Kindern gibt es einige, die wirklich in ihren Leistungen so hoch sind und so gut sind, dass sie im Laufe der nächsten Jahre eingegliedert werden, ganz normal in den Klassenprozess und dort die gleichen Leistungen bringen müssen als österreichische Kinder.